Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich möchte euch heute ein bisschen durch meinen Tag mitnehmen. Es ist jetzt schon, ja, früher Nachmittag. Wir haben jetzt 2:30. Heute ist noch nicht so super viel passiert. Ein bisschen habe ich mitgefilmt. Ich habe mir morgens erstmal einen Chai Latte gemacht. Dann habe ich mich ein bisschen gestretched, eine kleine Runde Yoga gemacht. Danach habe ich mich nur noch fertig gemacht und dann hatte ich Gesangsunterricht. Danach war ich nur noch schnell ein paar Sachen einkaufen. Heute möchten wir nämlich Sushi machen und da fehlte noch ein bisschen was. Und dann bin ich eben nach Hause gekommen, so in etwa vor einer Stunde, also so 2:30. Dann haben wir gerade noch eine Pizza zum Mittag gegessen, eine Tiefkühlpizza. Und jetzt startet für mich so richtig mein Tag. Wenn ich einen Termin habe, vor allem wenn er so um die Mittagszeit rum ist, dann schaffe ich es meistens nicht davor noch irgendwas Richtiges zu erledigen. Deswegen versuche ich da in diesen Zeitraum dann eher immer so Kleinigkeiten zu legen. Wie heute habe ich zum Beispiel ein bisschen Haushalt gemacht. Aber kommen wir dazu, was für heute noch so geplant ist. Eine Sache ist für mich sehr, sehr exciting. Und zwar möchte ich heute die Gartenplanung machen. Es ist zwar jetzt noch relativ früh, wir haben jetzt Mitte Februar. Und so richtig los geht es bei mir im Garten ab Mai. Allerdings müssen manche Sachen ja auch jetzt schon vorher gepflanzt werden. Gerade jetzt Ende Februar geht es mit Paprika und Tomate so los oder ja, schon so in den März rein. Und deswegen möchte ich mir heute schon mal so eine grobe Planung erstellen und schon mal gucken, was es so für Saatgut gibt, was ich dieses Jahr alles so anpflanzen könnte. Außerdem gehe ich auch mein eigenes Saatgut nochmal durch, damit ich auch nichts doppelt kaufe. Und ansonsten habe ich heute für euch auch noch einen Fair Fashion Haul und auch ein, zwei Secondhand-Teile sind noch mit dabei. Da sind in letzter Zeit doch noch wieder ein paar Kleidungsstücke in meinen Kleiderschrank reingewandert. Und ich habe heute auch wieder einen Armed Angels Rabattcode für euch. Und zwar mit imsovio-15 bekommt ihr 15% Rabatt. Und ansonsten gucke ich einfach mal, was ich heute noch so mache. Es ist heute total stürmisch. Das ist auch eine Sturmwarnung. Also am besten soll man halt nicht rausgehen, wenn man jetzt nicht unbedingt muss. Deswegen, ja, mache ich heute auch eher so einen Stay-at-Home-Day. Eben als ich draußen war, hatte ich auch echt das Gefühl, ich fliege gleich weg. Ich habe auch noch ein paar aussortierte Sachen hier, die ich gerne noch auf Vintage stellen möchte. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Gerade, dass heute auch so dunkel ist, ist es immer ein bisschen schlecht, um Fotos zu machen. Aber jetzt starte ich erstmal mit der Gartenplanung. Ich nehme mir dafür einfach meinen ganz normalen Kalender, meinen Jahresplaner. Da gibt es am Ende so ein paar freie Seiten für Notizen und das letzte Jahr habe ich die gar nicht genutzt, deswegen mache ich das jetzt mal. So, ich habe jetzt hier gerade auf dem Laptop noch den Anbauplan für dieses Jahr, also die Sorten, die schon im Garten drin sind. Für alle, die es nicht wissen, ich habe halt so einen Mietgarten, also einen Saisongarten, hatte ich letztes Jahr auch schon. Und dort gibt es 20 Sorten, die schon vorgepflanzt und ausgesät sind. Die sind natürlich noch nicht fertig, also bei manchen sind nur die Samen drin und bei anderen sind die Jungpflanzen drin. Und wenn der Garten übergeben wird, dann kümmert man sich halt weiterhin darum. Also der Start wird quasi vom Landwirt gemacht und den Rest macht man dann selber. Also dann die nächsten Monate Unkraut jäten und gießen und natürlich auch ernten. Also was jetzt schon drin ist dieses Jahr, Blumen, Radieschen, Grünkohl, Brokkoli, Gurke, Rote Beete, Hokkaido-Kürbis, Rotkohl, Kartoffeln, Spitzkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Pflücksalat, Ackerbohne, Spinat, Mangold, Zucchini, Möhren, Zwiebeln, Porree, Zuckerschoten und Buschbohne. Also schon jede Menge. Was nicht drin ist, ist Tomate. Tomaten werde ich auf jeden Fall anpflanzen. Ein paar Sachen, die hier jetzt schon drin sind, habe ich noch als Saatgut da, wie zum Beispiel Gurke und Brokkoli. Hier ist mein kleines Saatguttütchen. Aber erfahrungsgemäß ist es auch überhaupt nicht schlimm. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass es im Mai noch sehr kalt geworden ist. Es gab an ein paar Tagen, glaube ich, sogar noch Frost, wodurch dann ein paar der Pflanzen abgestorben sind oder auch Samen nicht gekeimt sind. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich zu Hause dann auch noch welche nachziehe. Dann habe ich lieber eine Pflanze zu viel als am Ende zu wenig. Ich muss gerade in die Küche, mein Wasser kocht. Ich mache mir noch einen Tee. So, jetzt wird es richtig gemütlich hier. Schauen wir mal in mein Saatguttütchen rein. Da ist echt alles Mögliche drin. Ich habe auch letztes Jahr viel zu viel gekauft, beziehungsweise habe ich einfach zum falschen Zeitpunkt Sachen gekauft, als es halt schon zu spät war. Manche davon sind auch schon richtig alt. Ich frage mich, ob die irgendwann ihre Keimfähigkeit verlieren. Die hier habe ich zum Beispiel noch in Koblenz gekauft. Die hatte ich schon auf dem Balkon angepflanzt. Zuckererbse und Rote Beete. Und die hatte ich letztes Jahr auch beide im Garten drin. Und die sind beide rausgekommen. Die Rote Beete wuchs nicht so gut. Das lag aber auch daran, dass es, glaube ich, viel zu trocken war. Und ich kam nicht dazu, diese aufzugießen. Das sind auch beide Sorten, die schon drin sind. Allerdings habe ich hier eine andere Rote Beete. Und zwar so eine gestreifte, so eine alte Sorte. Finde ich richtig cool. Gurke habe ich auch eine alte Sorte. Und zwar die
russische Gurke steht da. Die werde ich auch auf jeden Fall anpflanzen. Also die Gurken, die schon drin sind, sind, denke ich mal, diese normalen Schlangengurken. Verschiedene Blumensorten, Bienenblumen, zwei verschiedene Sonnenblumen, die finde ich auch richtig schön. Und Schmetterlingsblumen. Sonnenblumen bin ich letztes Jahr auch nicht mehr dazu gekommen, die zu pflanzen. Brokkoli, Winterpostelein und Rettich. Rettich esse ich echt überhaupt nicht gerne. Dieses Saatgut ist auch schon total alt, es ist aber auch noch geschlossen. Das werde ich mal aussortieren. Vielleicht findet sich da jemand, dem das gefällt. Edamamebohnen möchte ich auch auf jeden Fall wieder ausprobieren. Die sind letztes Mal leider eingegangen. Möhre. Ich hätte nicht gedacht, wie schwer es ist, Möhren anzubauen. Letztes Jahr waren am Anfang schon 2 Reihen Möhren ausgesät. Die sind leider nicht durchgekommen. Und am Ende habe ich dann nochmal nachgesät. Ich glaube im August oder so. Nee, wahrscheinlich im Juli oder Juni. Auf jeden Fall, unsere gesamte Ernte waren dann so 5 Möhren oder so. Und die waren nur ganz klein, aber die waren echt süß. Mit dem Rest hier werde ich es nochmal probieren. Spinat. Spinat finde ich vor allem gut, weil man den 2-mal im Jahr pflanzen kann. Also hier ist einmal März bis April als Aussaat und einmal August bis Mitte Oktober. Und eventuell werde ich versuchen, den auch hier im Balkonkasten quasi anzupflanzen. Gerade für die frühe Aussaat, da wir den Garten ja erst ab Mai haben. Werde ich mal probieren, nächsten Monat bisschen Salat, Spinat rauszupflanzen. Okay, Basilikum, das ist eher für zu Hause, nicht für den Garten. Das gleiche gilt für Erdnüsse. Die haben wir vor kurzem irgendwo entdeckt. In der Buchhandlung war das, glaube ich. Im Haus kann man die ganzjährig pflanzen. Ich muss mich aber nochmal informieren, wie groß der Topf dafür sein muss. Diese super coolen Chilis. Chilis sind eher was für meinen Freund. Ich esse nicht wirklich scharf, aber ich finde, die sind auf jeden Fall sehr hübsch. Das gleiche gilt für diese Paprika hier. Schärfegrad 5. Das hört sich schon sehr scharf an. Und diese Chilis hier muss man schon im Februar vorziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir das heute angucke. Und als letztes dann noch meine Favoriten, Tomaten. Da habe ich 2 verschiedene Packungen. Und zwar einmal den Snack-Tomaten-Mix. Das ist auch schon eine alte Packung, die ich auch schon auf meinem Balkon gepflanzt hatte. Da sind jetzt noch ein paar Samen drin. Und die haben mir auch sehr gut gefallen. Und dann hatte ich letztes Jahr noch eine Dreierpackung geholt, und zwar diese hier. Und da kam ich nicht mehr dazu, die zu testen. Aber ich liebe Tomaten echt so, so sehr. Und ich möchte mich dieses Jahr wirklich informieren, wie man Tomaten richtig anpflanzt. Weil letztes Jahr war das einfach ein riesiger Fail. Die Tomatenpflanze war einfach nur noch ein Busch, also echt ein riesig großer Busch. Und die Tomaten haben alle Braunfäule gekriegt. Also sie sind alle matschig geworden und braun. Und ja, das war sehr, sehr schade, weil aus der Pflanze hätte echt was werden können. Und so konnten wir nur ein paar kleine Tomaten ernten. Und dieses Jahr würde ich das gerne besser machen. Und ich denke mal, wahrscheinlich werde ich auch noch Tomatensamen kaufen, weil es gibt einfach so viele coole Tomatensorten. Ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass hier auch gelbe Tomaten dabei sind. Aber da muss ich gleich nochmal schauen. Ich sortiere die jetzt noch nach den Monaten, in denen die Sachen vorgezogen werden müssen. Und dann schaue ich gleich mal online noch ein bisschen, was es noch so für schönes Saatgut gibt. Tatsächlich muss fast nichts von den Sorten hier vorgezogen werden. Nur die Tomaten und die Paprikas bzw. Chilis. Die Gurken kann man direkt rauspflanzen, kann man aber auch vorziehen. Ich denke, ich werde wahrscheinlich beides ausprobieren. Und der Brokkoli, der soll auch vorgezogen werden. Allerdings erst Mai bis Juni. Das freut mich schon mal sehr, da ich nicht sonderlich viel Platz habe, um hier viele Sachen vorzuziehen. Oh Mann, es wird jetzt so super dunkel und mein Akku ist leer. Ich muss ihn gerade mal kurz aufladen. Und währenddessen schaue ich jetzt schon mal online nach dem Saatgut und danach melde ich mich zurück. Ich bin jetzt fertig mit Saatgut-Shopping. Ich werde euch noch gleich zeigen, was ich ausgesucht habe. Ich wollte jetzt gerade wieder anfangen zu filmen, weil die Sonne wieder rausgekommen ist. Und ich dachte, dann kann ich euch gerade den Haul zeigen mit besserem Licht. Und jetzt, 5 Minuten später, ist einfach wieder Weltuntergangswetter. Ich hoffe mal, dass es gleich noch mal ein bisschen aufklart, dass wir noch ein bisschen besseres Licht haben. Solange zeige ich euch jetzt aber schon mal das Saatgut. Ich habe es tatsächlich geschafft, so weit auszusortieren, dass jetzt nur 7 Sorten übrig geblieben sind, die ich kaufen werde. Und zwar haben wir hier einmal Mais, dann eine rote Paprikasorte, eine Melone. Ich glaube, ich habe die selber noch nie gegessen. Es ist so eine, ja, vom Optischen so ähnlich wie eine Galia-Melone.
Es gibt so viele Melonensorten. Dann außerdem Butternut-Kürbis. Im Garten drin ist ja schon Hokkaido-Kürbis. Den esse ich aber persönlich nicht so gerne. Ich mag Butternut viel lieber. Und dann habe ich noch rote Zwiebeln. Normale Zwiebeln sind auch schon drin. Und da haben wir auch letztes Jahr richtig viel geerntet. Aber ich fand es so ein bisschen schade, dass keine roten Zwiebeln dabei waren, weil ich die einfach am liebsten esse. Dann habe ich mich für diese Tomatensorte hier entschieden. Die ist so richtig basic. Es gab so total ausgefallene Tomaten, aber irgendwie hat mich die am meisten angesprochen, weil da steht, die ist platzfest, auch bei wechselhafter Witterung und widerstandsfähig. Und es hat sich nach den perfekten Eigenschaften angehört. Und ich hoffe einfach mal, dass wir damit viel ernten können und dass sie nicht so schnell kaputt gehen wie die Tomaten vom letzten Jahr. Und als letztes habe ich dann noch dieses Asia-Quartett. Diese Salate oder Kräuter, die werde ich wahrscheinlich aber hier zu Hause anpflanzen und nicht im Garten, aber mal gucken. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass es das hier gibt. Und jetzt bin ich nur noch am Überlegen, ob ich die Sachen bestelle oder ob ich erstmal gucke, ob ich die hier im Bioladen finde. Die Regenwolken sind gerade so ein bisschen weggezogen, deswegen versuche ich jetzt den Holz zu drehen, bevor es gleich wieder anfängt. Also, ich habe mir die letzten Wochen ein paar Teile zugelegt, die ich schon länger gebraucht habe. Und gleichzeitig ist dieses Video hier auch von Armed Angels gesponsert und deswegen habe ich für dieses Video auch ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Ich starte erstmal mit dem Teil, was ich gerade anhabe. Und zwar geht es um meine Jeans. Ich blende euch die Sachen einfach mal angezogen so richtig ein. Diese Jeans hier habe ich nicht zugeschickt bekommen, die habe ich selber gekauft. Und zwar ist das eine Skinny Jeans. Ich hatte jetzt sehr, sehr lange keine Skinny Jeans mehr, weil ich mich daran einfach irgendwie nicht mehr so wohl gefühlt habe. Aber vor ein paar Wochen war ich hier in einem Fair Fashion Laden und dort hatte ich die halt schon mal anprobiert. Da gab es sie allerdings nicht in dieser Farbe, dort gab es sie nur in Schwarz und irgendwie hat mir das total gut gefallen. Und deswegen habe ich die mir in Blau dann bestellt. Lass mich mal gerade schauen, wie die heißt. Das ist die Inga Stretch Jeans. Und die ist einfach so, so bequem und das ist seit langer Zeit die erste Jeans, die mir mal wieder so richtig gut passt, also die an den Beinen passt und an der Taille hier oben auch. Die gibt es auch immer noch zu kaufen, ich kann euch die gerne mal unten in der Infobox verlinken. Und die habe ich jetzt seit etwa 2 oder 3 Wochen, glaube ich. Und ich liebe sie. Ich trage sie ständig. Die ist einfach so bequem. Und ich wünschte, die gäbe es auch noch in anderen Farben. Also ich hätte die total gerne auch noch in Weiß oder in so einem ganz hellen Blau. Fände ich auch richtig schön. Aber die Farbe hier gefällt mir auch schon sehr, sehr gut. Bleiben wir direkt mal bei Jeans. Ich schnappe mir mal gerade mein Paket. Die Sachen, die Armed Angels mir zugeschickt hat, habe ich noch im Karton eingepackt gelassen. Ich habe sie aber alle schon anprobiert und ich bin ein richtiger Fan. Die Sachen gefallen mir einfach so, so gut. Ich habe ewig lange überlegt, gerade wegen der Jeans und der Passform. Aber ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, die ich getroffen habe. Also erstmal habe ich hier diese Jeans. Das ist die Enia High Waist White Leg Jeans. Also wie man aus dem Namen schon hört, ist das eine Hose, die unten halt weit geschnitten ist. Und so eine Hose hatte ich noch nie oder das letzte Mal vielleicht in der Grundschule. Ja, und ich war mir total unsicher, ob mir das stehen würde und ob mir das gefällt, aber ich liebe es einfach. Die konventionelle Herstellung von Jeans zählt einfach zu den schmutzigsten Verfahren in der Modeindustrie. Dabei wird extrem viel Wasser verbraucht, Böden und Flüsse werden vergiftet und es entstehen riesige Mengen an CO2. Und bei Armed Angels wird das Ganze komplett umgedreht. Sie verzichten auf Giftstoffe, auf schädliche Chemikalien, auf synthetische Pestizide, auf giftige Düngemittel oder auch Chlor, das normalerweise verwendet wird, um Kleidung zu bleichen. Bei Armed Angels gilt keine giftigen Chemikalien auf den Feldern, kein genetisch verändertes Saatgut und möglichst geringer Wasserverbrauch. Und deswegen verwenden sie zu 100% zertifizierte Biobaumwolle. Außerdem sagen sie Nein zur Grundwasserverschmutzung durch den Färbe- und Waschprozess. Deshalb arbeiten sie nur mit GOTS-zertifizierten Partnern zusammen, die wenig Wasser verwenden und nur mit unbedenklichen Chemikalien arbeiten. Da die Wolken nicht verschwinden wollen, habe ich jetzt gerade mal meine Videobeleuchtung ausgepackt. So ist es im Winter. Aber das sieht doch schon viel besser aus. Machen wir weiter. Abgesehen von der Jeans habe ich von Armed Angels außerdem auch noch einen Pullover bekommen. Das ist der Nuriella Pulli in der Farbe Undyed, also ungefärbte Baumwolle. Und das ist jetzt der zweite Strickpullover, den ich von Armed Angels habe. Und der fühlt sich auch einfach schon so schön weich an. Was mir an dem
sehr gut gefällt, ist, dass er auch ein bisschen kürzer geschnitten ist. Also der andere, den ich habe, der ist eher ein bisschen länger. Ich habe den ein bisschen größer genommen als meine eigentliche Größe, sodass er auch richtig schön locker sitzt. Ich freue mich schon sehr drauf, den jetzt in nächster Zeit zu tragen. Also hoffentlich wird es noch nicht zu schnell wärmer. Damit das Outfit komplett ist, habe ich außerdem noch ein paar Socken. Die habe ich in der Farbe Raw genommen. Und, oh, eine Sache hatte ich schon ein paar Mal an, deswegen liegt die nicht hier. Eine Kappe. Da habe ich mich einfach für die weiße entschieden und die gefällt mir richtig gut, total schlicht. Und ich hatte vor allem letzten Sommer auch schon länger überlegt, ob ich mir meine Kappe zulegen soll, weil gerade wenn ich so mal mittags in der Sonne unterwegs bin, dann scheint die Sonne schon ziemlich krass auf den Kopf und so eine Kappe ist dann schon ganz angenehm. Aber auch ohne Sonne finde ich, dass sie sehr cool ist. Das waren alle Teile, die ich von Armed Angels zugeschickt bekommen habe. Wenn ihr auch gerne etwas bestellen möchtet, dann bekommt ihr mit dem Code IAMSOVIO_15 15% Rabatt. Den Code findet ihr aber auch unten nochmal in der Infobox. Und dann habe ich noch ein paar Teile, die ich mir selber gekauft habe. Das erste ist auch eine Hose, allerdings eine Jogginghose. Und diese Jogginghose, die hatte ich schon so lange im Auge. Die ist ebenfalls von Armed Angels. Und das gleiche Modell habe ich auch schon in einer anderen Farbe, und zwar auch in Undyed. Aber dieser rot-rosa Ton, der hat es mir einfach so sehr angetan. Und auf der Website war der dann ganz lange ausverkauft. Und ich habe den hier in dem Fair Fashion Laden gefunden, in dem ich auch diese Jeans hier anprobiert habe. Und tatsächlich war die dort im Sale, weil die so ein bisschen ausgeblichen ist. Da habe ich mich natürlich doppelt gefreut. So habe ich die Farbe noch bekommen und gleichzeitig war es auch echt ziemlich günstig. Da die dort 40% reduziert war deswegen. Wobei ich finde, dass die Farbe eigentlich ganz normal aussieht. Das nächste, ich habe ein Accessoire und ansonsten noch Unterwäsche. Ich fange mal mit dem Accessoire an. Und zwar wollte ich jetzt schon lange wieder eine Handtasche haben. Ich hatte ja eine Zeit lang so eine große Handtasche. Die habe ich allerdings irgendwann aussortiert, weil die einfach auch schon total kaputt war und auch sehr schwer. Also die hatte ein total hohes Eigengewicht und das war mir einfach zu schwer so den Tag über. Ja, und deswegen hatte ich jetzt länger nach so einer kleinen Handtasche gesucht, wo quasi nur das Handy und das Portemonnaie reinpasst. Und da habe ich auf Vinted jetzt diese Tasche hier gefunden. Die ist von Matt und Nat und die Farbe ist natürlich auch wieder voll meins in rosa. Die Reißverschlüsse und die Karabiner und so sind in Roségold. Einmal hat sie die perfekte Größe für mich und was ich auch ganz cool finde, ist, dass man das hier so umklappt. Also theoretisch kann man hier in das Fach auch was Größeres reintun, aber sieht halt dann nicht so schön aus, wie wenn man die so umklappt. Und da passt eigentlich alles rein, was ich so im Alltag brauche. Kopfhörer, Desinfektionsmittel, Handyportemonnaie. Das Einzige, was leider nicht reinpasst, ist meine Brotdose und meine Trinkflasche, aber ja. Wenn ich mal ins Kino gehe oder so, dann brauche ich das nicht und dann reicht mir das. Und generell im Alltag, wenn ich nur mal kurz rausgehe, dann ist das echt die perfekte Größe und ich bin sehr happy damit. Dann kommen wir zu den letzten Sachen, die ich gekauft habe. Und das war jetzt echt so eine Kategorie, für die ich sehr lange gebraucht habe. Falls ihr eins meiner letzten Videos gesehen habt, nämlich das, wo ich so übers Zunehmen spreche, dann wisst ihr vielleicht, dass es für mich zeitweise auch ein ziemlicher Struggle war, das zu akzeptieren, dass ich zugenommen habe und dass meine Kleidung halt einfach zu klein geworden ist. Und das Letzte, was ich jetzt noch nicht ausgetauscht habe aus meiner Garderobe, ist Unterwäsche. Sowohl oben als auch untenrum sind mir so ziemlich alle Teile zu klein geworden. Bei den BHs geht es noch. Ein paar waren wirklich viel zu klein. Die habe ich auch schon aussortiert, aber meistens trage ich sowieso keinen, deswegen war das für mich jetzt nicht so dringend. Aber so nicht passende Slips sind schon sehr unbequem, wenn die so einschneiden. Ja, und deswegen war es einfach wirklich Zeit, neu zu kaufen. Und ich habe sehr, sehr lange gesucht, weil ich finde, dass das im fairen Bereich auch auf jeden Fall noch ein schwieriges Thema ist. Ähnlich wie bei Sportkleidung. Also es gibt noch nicht so viel gute, schöne Auswahl. Und ich habe mir hier ein paar verschiedene Teile mal zum Probieren geholt. Die werde ich euch jetzt mal nicht angezogen zeigen, ist einfach nur so. Und zwar habe ich einmal dieses Modell hier von Armed Angels. Bei allen Sachen, bei denen ich es irgendwie noch finde, schreibe ich euch auch unten in die Infobox, wie das Modell heißt. Die Farben gefallen mir richtig gut, also dieses Grün finde ich total schön. Und dann habe ich noch ein zweites Modell, und zwar diesen hier. Und die Farbe ist auch richtig, richtig schön. Und bei denen gefällt mir vor allem das Material auch total gut. Die sind halt aus Tencel und es ist einfach so, so, so weich. Und die habe ich beide in Größe L genommen und die passen perfekt. Und ich hatte mir jetzt von jedem Modell erstmal einen zum Probieren bestellt, aber ich bin sehr zufrieden damit und werde auf jeden Fall noch mehr davon kaufen. Also werde ich jetzt so nach und nach meine Unterwäsche ersetzen mit neuer. Und dann habe ich noch ein paar Teile von Organic Basics gekauft.
Die hatte ich tatsächlich schon mal, also teilweise. Ich habe hier auch zwei verschiedene Modelle. Einmal habe ich hier die Hipster und einmal den Thong. Die sind immer im Zweierpack. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe hier alles durcheinander gebracht. Das hier ist, glaube ich, das hier ist ein Hipster. Und hier auch die Farbe finde ich einfach so, so schön. Ich habe beide Modelle, einmal in hellblau und einmal in schwarz. Und hier auch, die Qualität ist super gut. Von denen hatte ich auch schon einmal Slips und da war ich auch total zufrieden. Allerdings waren die mir damals auch schon ein bisschen zu klein. Und jetzt habe ich endlich eine passende Größe gefunden. Tatsächlich, also ich habe jetzt Größe L bei denen und dieses Jahr soll ja noch die Größe M Plus rauskommen und ich glaube, ich wäre so ein Fall für M Plus, weil mir L ein kleines bisschen zu groß ist. Aber M war auf jeden Fall viel zu klein, deswegen bin ich mit L sehr happy. Und da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Sind halt einfach Basic-Teile und die passen sehr gut, sind sehr bequem, gute Qualität. Ich bin glücklich. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich bei fast nichts dazu gesagt habe, welche Größe ich trage. Manchmal bekomme ich da Fragen zu, also falls euch was interessiert bei irgendeinem Teil, welche Größe ich da genommen habe, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch das noch beantworten. Ja, und das war alles, was ich gekauft habe. Ich hoffe, dass dieser kleine oder auch schon etwas größere Haul euch gefallen hat. Ich räume die ganzen Sachen jetzt mal weg. Und ich glaube, dann mache ich mich schon mal ans Abendessen. Ich habe nämlich schon ein bisschen Hunger. Ja, wir haben jetzt 5:30. Das Wetter ist so ungemütlich. Ich mache mir jetzt erstmal noch einen Kakao oder so. Auf jeden Fall irgendwas mit Milch. Reismilch heute mal. In letzter Zeit habe ich öfters Sushi gemacht, weil irgendwie ich habe es einmal gemacht und dann ist mir aufgefallen, wie schnell es eigentlich geht. Und deswegen mache ich das jetzt öfters. Und als Reis verwende ich einfach Milchreis. Don't judge me. Das Einzige, was wirklich lange dauert, ist das Schneiden. Und der Reis muss natürlich auch eine Weile abkühlen. Es ist jetzt 2 Tage später. Gestern kam ich nicht mehr, das Video noch zu Ende zu drehen. Auf jeden Fall ist abends nicht mehr viel passiert. Ich habe noch ein bisschen gelesen. Und zwar habe ich mein Buch, was ich momentan lese, zu Ende gelesen. Über Selbstversorgung. Und das hat mich echt nochmal richtig motiviert, jetzt dieses Jahr im Garten so richtig anzupacken. Und tatsächlich ist auch das Saatgut jetzt schon angekommen. Hätte ich nie gedacht, dass es so schnell geht. Da gibt es nicht viel zu sagen. Die Sorten habe ich euch ja schon gezeigt. Abends haben wir dann auch noch einen Film geguckt und dann bin ich auch schon eingeschlafen. Irgendwie schlafe ich immer bei Filmen ein, aber naja. Und dann war es das jetzt für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall gerne unten in der Infobox vorbei. Dort findet ihr den Link zu Armed Angels. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!